Ach, was wollte ich noch mal hier? Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich doch hier gewollt. Warum habe ich das aufgebaut? Wollte ich vielleicht Kondition machen? War das das? Ach nee, das war Koordination. Aha. Jetzt habe ich aber irgendwie vergessen, was das ist. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, der Herr Rohrbach erklärt das besser. Hallo Tommy, danke für deine Nachfrage. Ich versuche dir in einfachen Beispielen zu erklären, was Koordination ist und was du auch beim Training der Koordination beachten solltest. Während man beim Krafttraining oder beim Ausdauertraining schon über den Begriff Kraft und Ausdauer genau weiß, was da trainiert werden soll, ist es beim Koordination oder beim Training von der Koordination etwas schwieriger zu greifen, weil der Begriff Koordination auch etwas weiter gefasst ist. Koordination bedeutet sozusagen ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Es sind zum einen unsere Sinnesorgane, zum Beispiel unsere Augen, unsere Ohren, dann gibt es noch unser zentrales und peripheres Nervensystem und unsere Skelettmuskulatur. Und genau dieses Zusammenspiel dieser drei Faktoren bezeichnen wir als Koordination. Man kann also sagen, dass wir auf der einen Seite unser Gehirn haben, das verbunden ist mit dem Nervensystem und die Nerven steuern dann als ausführendes Organ die Muskulatur an, die dann die vorgegebene Bewegung durchführen. Hier mal ein schnelles praktisches Beispiel. Nehmen wir mal das Thema Seilchenspringen. Natürlich hat jedes Kind die Fähigkeiten oder auch die Kraft zu springen und auch im Handgelenk die Fähigkeit, diese drehende Bewegung zu machen. Aber genau das zu koppeln aneinander, mit Rhythmus, Gleichgewicht, vom Timing her, wann kommt das Seil, wann muss ich hochspringen, ich muss parallel aber trotzdem noch weiter meine Handgelenke drehen. Das ist ein wunderbares Beispiel für eine koordinative Leistung oder auch ein Beispiel für die Koordination. Um die Koordination noch besser verstehen zu können, gibt es sieben koordinative Fähigkeiten, die ich dir jetzt nennen werde und auch mit Beispielen versehen werde, damit du die koordinativen Fähigkeiten und auch die Koordination als solches besser verstehen kannst. Wir starten mit der ersten koordinativen Fähigkeit, und zwar ist das die Orientierungsfähigkeit. Hier geht es um die Wahrnehmung der eigenen Position innerhalb eines Raumes oder eines Spielfeldes. Beim Fußball könnte das zum Beispiel sein, dass ich in einer gewissen Position auch spiele. Auch eine Orientierung oder zur Orientierung gehört auch, dass ich weiß, wo sind meine Mitspieler, wo sind meine Gegenspieler, wo ist auch vielleicht der freie Mitspieler, dem ich jetzt gleich den Ball zupassen möchte. Bei Rückschlagsportarten wäre diese Orientierung im Raum auch sehr wichtig oder ist auch sehr wichtig, zum Beispiel beim Tennis oder beim Badminton, wenn ich den Ball abschätzen kann, wie weit fliegt der Ball und meine Position im Raum kenne und aus dieser Position eventuell schon abschätzen kann, ach, der Ball geht ins Aus, dann brauche ich diesen Ball nicht mehr zu spielen. Schauen wir uns als nächstes die Differenzierungsfähigkeit an. Hierbei geht es um eine Feinabstimmung, wie viel Kraft oder wie viel Kraft ich einsetzen muss, um eine Bewegung durchzuführen. Ein Beispiel hierbei wäre beim Basketball der Korbwurf. Da muss ich ganz genau meinen Krafteinsatz dosieren, dass der Ball in den Korb geht. Oder bei uns beim Wintersportfest, da gibt es auch eine Station, wenn du dich mal an das Säckchen werfen in den Kasten erinnerst, das ist genau diese Fähigkeit, die da trainiert werden soll oder die da geprüft wird. Als nächstes schauen wir uns die Kopplungsfähigkeit an. Hierbei geht es um die Kopplung von einzelnen Teilbewegungen zu einer Gesamtbewegung. Zum Beispiel wären hier zu erwähnen beim Badminton oder beim Tennis, ich spiele mit einem Schläger, ich muss aber zum Ball laufen, ich muss also gleichzeitig laufen, ausholen, schlagen, Ball treffen und mich danach wieder orientieren zum nächsten Schlag. Das versteht man unter der Fähigkeit der Kopplung. Eine weitere wichtige koordinative Fähigkeit ist die Gleichgewichtsfähigkeit. Sowohl in statischen Haltepositionen, wenn ich auf einem Bein stehe, aber auch in dynamischen Prozessen oder Aktionen. Dynamische Aktionen könnten hierbei zum Beispiel Inlineskaten sein, dass ich durch die Gewichtsverlagerung von rechts nach links und dem rollenden Prozess trotzdem nicht das Gleichgewicht verliere. Oder auch in den Sportspielen, wenn ich beim Badminton einen Schlag ausführe, nicht nach hinten falle. Das gleiche auch beim Fußball, wenn ich eine Schussbewegung durchführe. Da geht es auch darum, das Gleichgewicht nicht zu verlieren, sodass auch der Schlag oder der Schuss die gewünschte Wirkung erzielt. Die nächste koordinative Fähigkeit, die wir uns anschauen, ist die Rhythmisierungsfähigkeit. Zum einen an nach von außen vorgegebenen Rhythmen, aber auch
in eigenen Rhythmen. Von außen vorgegebene Rhythmen könnten zum Beispiel zu einer Musik sich bewegen im Rhythmus, aber auch Rhythmen gibt es auch in zyklischen Bewegungen. Zyklische Bewegungen nennt man Bewegungen, die nacheinander folgen und meistens immer dieselben sind. Wie zum Beispiel beim Langlauf, beim Ausdauerlauf, aber auch beim Schwimmen. Da habe ich einen ganz bestimmten Bewegungsrhythmus, der nacheinander immer wiederholt wird. Das versteht man unter zyklischen Bewegungen. Azyklische Bewegungen könnten zum Beispiel sein, wenn ich den Korbleger beim Basketball durchführe, dann habe ich auch eine Bewegung, die zum einen einen Start hat, dann eine gewisse Schrittfolge benötigt, gepaart mit einem Absprung und das Legen des Balles in den Korb. Oder auch ein weiteres Beispiel für azyklische Bewegungen wäre zum Beispiel der Hochsprung, wo ich auch eine gewisse Schrittfolge benötige, einen gewissen Schrittrhythmus brauche, der sich jetzt nicht wiederholt, da ich ja auch hier wieder einen Absprung und eine Endphase habe, die ich bei zyklischen Bewegungen erstmal nicht habe. Als nächstes schauen wir uns die Reaktionsfähigkeit an. Hierbei geht es darum, auf ein Signal schnellstmöglich reagieren zu können. Signale oder Aktionen könnten hierbei sein, der Startschuss beim 100-Meter-Lauf oder auch eine Aktion meines Mitspielers oder auch meines Gegenspielers, auf die ich dann situationsangemessen schnellstmöglich reagieren kann. Als siebten Punkt bei den kognitiven Fähigkeiten kommt jetzt noch die Umstellungsfähigkeit. Hierbei geht es darum, dass eine Handlung oder eine Aktion schon bereits im Gange ist, ich aber während dieser Aktion merke, dass diese Aktion oder dass ich diese Aktion verändern muss, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Ein Beispiel wäre hierbei der Torhüter beim Fußball, wenn er einen Elfmeter versucht zu halten. Er versucht oder hat sich vorher ausgeguckt, ich springe in die linke Ecke, aber der Ball kommt gar nicht ganz links, sondern nur halb links oder vielleicht auch mittig und er muss seine Aktion dahingehend unterbrechen, umstellen, um dann trotzdem noch zu versuchen, den Ball zu halten. Das waren die Basics zum Thema Koordination und auch zu den kognitiven Fähigkeiten. Hierbei wird auch klar, warum dieser Begriff Koordination jetzt nicht als einer zu fassen ist, sondern viel, viel umfassender gestaltet wird als zum Beispiel ein Kraft- oder ein Ausdauertraining, weil einfach auch viel mehr Sachen auch innerhalb der kognitiven Fähigkeiten stattfinden. Dies ist aber auch eine Erklärung, warum gewisse Prozesse innerhalb des Trainings oder des Koordinationstrainings oder auch in einem sportartspezifischen Training einfach längere Zeit brauchen, bis sich diese koordinativen Fähigkeiten entwickelt haben. Koordination ist zu einem hohen Maß trainierbar, bedeutet aber auch, wenn ich sie nicht trainiere, dass da auch nichts weiter gefördert wird und ich das auch gewisse Prozesse dann auch nicht mehr in gewissen Situationen abrufen kann. Das waren die Informationen rund um das Thema Koordination und wie ich auch meine Koordination trainieren kann. Und jetzt, bevor der Tommy unten irgendwas falsch macht, schaue ich mal lieber nach, ob er es richtig macht.